Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Hogwarts Legacy. Okay, liebe Leute, wir sind jetzt anscheinend, ne, Nadja hat uns daher geholt, weil der Rookwood und der... Wie heißt der andere? Rookwood und... Ach ja, der andere Base, die was halt da hinter uns her sind. Moment. Kann ich sein, Schnappsack da? Achso, nur magische Tierwesen. Okay. Die sollen sich anscheinend da drin befinden. In dieser Burg. Finita. Nichts. Rebellio. Okay, wir sind einen anderen Weg nehmen. Dann machen wir das heute halt einmal. Find's zwar blöd, dass wir jetzt einfach zu zweit uns einfach da entgegenstehen. Also wisst ihr, was ich meine? Ist ja voll bescheuert. Aber gut. Rebellio. Okay, keine Gauner in Sicht dabei. Was das wohl ist? Das war nichts. Vielleicht etwas mit mehr Kraft dahinter. Das war's. Okay, es bleibt der Ofen, ne? Okay, dann holen wir das da raus. Aber wohin? Moment! Ah, da. Wahrscheinlich. Das war schon hoch. Kann man das nicht da irgendwie so schweben lassen? Ist es nicht irgendwie gegangen, dass ich dann da trotzdem auf? Nee. Hä, bin ich doof? Nein. Oh mein Gott, ich bin heute echt bescheuert. Ah nein, ich kann da nicht fliegen. Erklimme die Festungsmauer. Dem Objekt mit Akio herbeibeschworen hast, wirkt es automatisch. Guardian Leviosa.
Und jetzt hoch. Hä, irgendwie bin ich gerade zu dumm dafür. Kann man das nicht irgendwie hochkant oder irgendwie, wie es schon aufstöhnt? Oh nein. Oh nein. Ah. Okay. Nati, wie geht denn das da? Ich krieg. Also ich. Vielleicht muss das ja gar nicht raus. Vielleicht müssen sie ja da irgendwas machen. Okay, ich schaue mir jetzt einmal nochmal weiter um. Komme ich da drüber? Na. Gibt's da nur wo irgendwas? Revelio. Oh ne, bitte nicht. Oh ne, bitte nicht. Achso, das ist da oben. Also ohne Scheiß jetzt, jetzt wart's einmal. Also, kann mich doch nicht daran erinnern, dass da irgendwas gibt, wo das dann geschwebt ist oder irgendwie. Wenn man das macht. Ey, pack da jetzt alles aus. Okay, jetzt geht's ab, Leute. Getrickst, Mann! Ja! Ich bin oben! Revelio. Hat nur eine halbe Ewigkeit dauert. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Nati das Tor zu öffnen. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, okay. Okay.
Ein mega Powerdrank. Oh Mann. Accio. Wingardium Leviosa. Natürlich, man kann ja nicht zaubern, wenn man geduckt ist. Das ist doch ganz logisch. Das könnte das Tor hochziehen. Jetzt funktioniert. Naja, da muss die Natti halt schnell sein, ne? Revelio. Na genau, da habe ich mich was gesehen. Mann, ich bin so doof. Man kann es ja einfach. Nein! Leiter? Ein Brief? Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, sprengt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, ist das euer Ende. Schiebt das Tor auf. Schnell, Mann. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich da mache. Na! Das ist mein Wutgesicht. Irgendwas habe ich da, ne? Also ich habe das Gefühl, als würde ich noch nicht ganz checken, wie das geht. Und wie kriege ich den Kack da auf? Komm ich von da oben? Ne, ich komm von da unten. Warte mal. Hier. Wingardium Leviosa. Geiler Zauber. Revelio. Gut, braucht jetzt mal nix.
Ah ja, geh da jetzt runter. Okay, da kann man natürlich noch runter, ne? Da haben wir noch gar nicht ob ich geschaut. Vielleicht kann man da irgendwas auf... Achso, da ist sie. Rebellion. Hey, da liegt der Brief. Ja, ja, irgendwie kriegen wir das Tor schon auf. Das ist korrekt. Okay, ich muss mir jetzt nochmal genau anschauen, wie das da... funktioniert. Von da einfach. Achso, nein, ich komme ja da nicht rüber. Ich check diesen Mechanismus heute einfach nicht. Ja, und jetzt kommt durch, Mann! Ich weiß ja nicht, was das da für ein Teil ist, da ehrlich gesagt. Sie nimmt da immer das Tor da. Okay, das ist schon mal nett. Ach, nö.
kann man das da durch? Wisst ihr, dass es dann da unten ist? Ah, nicht! So blöd mit dem Wechseln da. Hey, check's nicht. Revelio. Ey, komm schon. Revelio. Revelio. Das Ding ist halt, schau mal, das ist doch nicht so umsonst so gemacht, dass man da von unten darauf schauen kann, oder? Dieser Zauber ist stärker als gedacht. Wie weit wohl niemand ein? Das Ding ist aber, wenn ich da jetzt ein. Nein, warte noch. Okay, ich weiß ja nicht, was dir das bringt. Weil ich einfach Schneckentempo bin. Sie geht halt auch nicht rein. Das Tor ist offen. Oh nein. Ich muss das Tor lange genug öffnen, damit Natti hinein kann. Vielleicht kann ich es mit einem Zauberspruch manipulieren.
Objekte und Gegner, die auf den Boden geworfen werden, erleiden erheblichen Aufprallschaden. Ja, Flipendo. Paro. Ja, also so viele Möglichkeiten habe ich ja gar nicht. Länger geht's echt nicht, Mann. Das ist auch. Revelio. Okay. Ist es ein bisschen weiter auf? Ja. Okay, jetzt warte mal. Okay. Ich kann da hin und wieder das ganze Gestöder anvisieren. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt nicht mehr hat. Na. Thank you.
Ja, es muss langsam gehen, ne? Ich glaube, ich trau durch. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Hallo, komm mal. Was? Was? Hat das Spiel gerade einfach Mitleid mit mir gehabt? Und hat mir das einfach gerade gegönnt? Ich hab keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht. Also. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Halo und den Brief dort finden. Ey, ach du Scheiße, ich bin einfach froh, dass. Warum geht's so? Wir müssen vorsichtig sein, sobald. Ich höre sie. Ja, haltet das Vieh fest! Falkenschwinger. Kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Arresto momento! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Oh! Revelio. Warum haben immer wir noch so ein Scheißbech? Ich hoffe, Natti hat keine Probleme. Oh, ja, ich glaube, wir haben unsere eigenen Probleme. Ich bin nur immer verwirrt.
Gott, das Schimmer kommt wahrscheinlich. Von da bin ich gekommen. Revelio. Okay. So vielleicht. Nicht gerade der sicherste Ort. Revelio. Vielleicht sollte ich noch mal... Den haben wir wohl überrascht, den kleinen Scheißer. Geld. Gut. Revelio. Jetzt geht's ab. Das war gut. Ja. Mann, geh doch da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht gerade der sicherste Ort. Okay. Danke für den Speicherpunkt. Das Geld nehmen wir natürlich mit, ne? Attacke! Überlebst, warum ist der jetzt explodiert? Warum? Habt ihr gerade gesehen, wie oft er da umher geflogen ist, der Typ? Das war ich nicht. Hallo Homura. Hallo Homura. Okay. Revelio. Ja. Gut, da werde ich jetzt so nicht hochkommen, ne? Ah, da geht's raus. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Ich hoffe schon, Gerechtigkeit nennt man das, ja. Hallo Homura. Geld, Geld, Geld. Okay. Naja. Revelio.
der Leiter. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause! Leviosa! Trinko! Schluss mit der Wilderei! Was für ein Spruch! Es ist Schluss mit der Wilderei! Gut, ich schätze mal, dass es da weitergeht. Gehen wir mal die Leiter hoch. Assassin's Creed. Revelio. Warum bin ich jetzt da oben? Alohomora. Oh, nein! Dick hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Dahinter. Soll ich die jetzt alle einfangen? Brauchen wir wieder einen Schnappsack? Contrigo. Ach du Scheiße! Es tut mir leid, es tut mir leid! Komm in meinen Schnappsack! Ruhig, ich tu dir ja nichts. Was ist das für ein Viech? Anifla! Da ist nur einer. Alle gerettet. Jetzt ist alles gut. Gold? Warum liegt da drinnen Gold? Guck mal doch mal. Lieferung. 4x Chabaknolle. Vorsicht! 3x Kniesel, schlauer und gemeiner als sie aussehen. Vorsicht vor den Krallen. Lila Riesenkröten, Testrale, 2? Hippogreife. 0x Phönix, wo? Okay. Revelio. Komm wieder hoch.
anderes. Ein Hut! Revelio. Aber eigentlich recht leer, ne? Keine Gegner oder so? Eine sehr vielversprechende Truhe erwartet uns hier. Gut. Nichts drin für uns. Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir, sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hatte uns um unser Hab und Gut betrogen, also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre. Und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. Aha, okay, da hat sie unser eigenes Lager aufgebaut. Der Manfred. Okay. Hoch, hoch, hoch. Oh. Wolkenschwinge. Alles ist gut. Wolkenschwinge. Ganz ruhig. Und das ist das zweite. Da seid ihr. Verbeug dich! Komm! Hallo, Homura. Mach schon! Boah! Wo kämmert jetzt her, die Gauner drin? Ah, geil. Oh. Wir können uns selber fliegen? Ja! Geil. Okay, das ist... Oh! Das ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Geil. Oh, das ist wirklich cool. Was ist auf Q? Flieg langsam. Hoppla. Was? Oh. Wow. Wow, das macht voll Spaß! Das ist unglaublich! Wie weit kann ich runter? Wirklich unglaublich, oder? Wow! Cool! Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist.
Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Neuen Gegenstand freigeschaltet. Wolkenschwinge. Neue Plätze im Tierwesen. Nett. Los, komm, Wolkenschwinge. In den Raum der Wünsche. Deek sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Oh mein Gott. Wolkenschwinge, ich habe jetzt ein Hippogreif. Wolkenschwinge kann über das Werkzeug gerade wieder bestiegen werden. Oh, kriegt da irgendwie so ein Landreittier irgendwann anscheinend. Was habe ich an dem Besen? Wolkenschwinge ist ja viel geiler, oder? Okay. Okay, ja. Sprich mit Deek. Da wird es wieder um die Tiere gehen, schätze ich mal. Das machen wir noch. Dann machen wir Folgenpause. Weil ich habe jetzt so viel Zeit. Es wird jetzt eine längere Folge. Aber ich habe so viel Zeit mit dem Scheißdreckstürenrätsel da verbraucht. Boah, nervt mich. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Ja, ich bin hier. Hallo Deek. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deek hat sich etwas überlegt. Er... Was jetzt? Ach je, was haben wir denn da jetzt? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deek sagte, er hatte eine Idee. Deek weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deek weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Spinnen. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deek hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deek dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Ich finde Tops. Ich verstehe. Überlass das mir, Deek. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deek, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Natürlich. Gott, ich habe jetzt zwar keine Ahnung, was das jetzt mit dem Webstuhl zu tun hat. Aber es wird schon irgendeinen Grund haben, ne? Also Webstuhl? Ja. Da oben. Ja, packen wir uns halt daher, ne? Ah, jetzt hätte man das identifizieren können natürlich, ne? Haben wir eigentlich irgendwas gefunden? Nichts, was besser ist zumindest, gell? Ich glaub nicht. Vielen Dank für die großzügige Hilfe. Da verkaufen wir das, was wir nicht brauchen. Oh, Sie sind es.
Ich danke Ihnen vielmals für alles, was Sie für die Bewohner... Fällt das jetzt erst auf, Madame? Ja, sag einmal. Trinkgeld. Witzig. Ja, nein, oh nein, wir machen jetzt eine Folge über so meine Leben, Leute. Und in der nächsten Episode finden wir die Höhle und befreien den Freund von Dick. Bis dahin, tschüss.